machen wir denn da jetzt? Ja, an der Maschine werde ich Folgendes manipulieren. Ich werde erst einmal ein paar Glasscherben unten reinbringen, in den Pumpensumpf. Und natürlich, dass der ganze Fehler nicht so einfach ist. Einen Doppelfehler mache ich rein, und zwar direkt am Siphon. Mache ich am Ablauf, wo der Ablaufschlauch in den Siphon reingeht, über diesen Winkel, verstopfe ich nochmal. Oh. Wem ist noch kein Glas im Geschirrspüler gesprungen? Und ganz ehrlich, auch ich stelle manchen verdreckten Teller einfach so in den Waschkorb. Uns ist ja sehr wichtig, dass es ein alltäglicher Fehler ist. Nichts Exotisches, wo wir groß dran rumschrauben. Das kann jeden Tag einem Monteur genau so passieren, dass er so einen Fehler vor sich hat. Und hat den, wie lange braucht er, um das zu beheben? Es geht nur ein paar Minuten. Kosten darf das hier in Leipzig heute ca. 50 Euro. Die Maschine ist bereit. Noch ein paar Handgriffe und auch die Technik für unseren Test steht. Insgesamt 11 Kameras haben wir versteckt. Paul und ich gehen in Stellung. Unser erster Kandidat, der Mann mit der Metal-Mähne. Mit sehr viel Glück hat er sich in Runde 2 gemogelt. Hier, da liegt es. Hier liegt das kleine Teil, was sozusagen den Schwimmer verstopft hat. Mich interessiert total, ob der Mann immer so viel Glück hat oder sich so durchs Leben MacGyvert. Mir ist der sympathische Monteur jedenfalls einen zweiten Blick wert. Da ist er wieder. Der Mann mit der, ich sag mal, markanten Mähne. Der sächsische MacGyver. Der hat mehr Glück als Sachverstand gehabt beim vergangenen Mal. Mal schauen, wie es jetzt ist. Erklärt hat Lockvogel Katrin den Fehler jedenfalls schnell. Jetzt höre das. Jetzt höre, dass die nicht abbummt. Aha. Also, ist jetzt alles, geht jetzt nicht wieder? Jetzt ist das nur Wasser. Aber das mit der Abbummung, das glaube ich, bin ich gerade sehr gesund. Also, der checkt jetzt, ob Wasser in die Maschine gesaugt wird. Und das geht. Es geht nichts mehr raus. Wird er gleich merken. Da drinnen, jetzt, wo er reingeht, jetzt freut er sich riesig, weil das entdeckt er jetzt, was da drinnen ist. Und er denkt, aber wenn er das rauspult, ist schon der Job getan. Schluss. Aber da hat er sich gebrennt, das Mal, weil das habe ich auch die Pumpe manipuliert. In der Pumpe hängt nämlich noch eine Glasscherbe drinnen. Achtung, jetzt kommt's. Ja. Der Übeltäter. Der Übeltäter. Was ist denn das? Also hier innen drin, dieser Kreis, eigentlich gehört das dann hier so drauf. Ja, super Analyse. Er denkt, er wäre jetzt fertig. Ja, aber die Pumpe hat abgepumpt. Entweder ist die Glasscherbe jetzt durchgegangen. Ich weiß nicht, was passiert jetzt. Ah, und alles fließt. Jetzt kann die wieder abpumpen. Diese Scherbe hat sich gelöst. Die hat sich an der Pumpe gelöst. Aber er hat es nicht gehört. Im Moment pumpt es ab. Im Moment ist für ihn alles klar. Im Moment geht's. Also er hat schon verdammt viel Glück in seinem Handwerk erlebt. Es ist abnormal. Dem kann ich so keinen goldenen Hammer überreichen. Tut mir leid. Wie viel soll ich ihr? 38. Naja, 38, sagt er. Das ist natürlich ein Top-Preis. Ne? Aber für einen, der so Pi mal Daumen macht, ne? So ein bisschen. Ja. Das ist kein schlechter Handwerker, um Gottes Willen. Nein, wir suchen aber die Besten und Ehrlichsten dieser Zunft. Also er ist Glücksritter. Glücksritter ist ein schönes Wort. Der zweite Finalmonteur in Leipzig hat vor allem das Herz unseres Experten Paul erobert. Er hat den Fehler gefunden sofort. Sofort. Hat sofort gewusst, was los ist. Er hat ihn sofort behoben. Richtig. Mit Sack und Pack kommt er nun zu seinem zweiten Einsatz in meiner Sendung. Es klingelt. Er, ach ja, den entsinne ich mich auch noch. Der war beim letzten Mal so gut. Er hat alles richtig gemacht, ganz sauber gearbeitet, nichts, keinen Arbeitsschritt ausgelassen. Heute ist er besonders schnell. Hat Klackegeräusche gemacht. Oh, das rappelt ja. Klingt auf jeden Fall gefährlich. Haben Sie sowas schon mal gehabt? Was kann das sein? Fremdkörper. Ein Fremdkörper? Warum macht er jetzt unten auf? Also er muss eigentlich gar nicht aufmachen, sondern er muss ein Sieb rausmachen. Unterm Sieb ist bei den Spülmaschinen immer noch mal ein Rückschlagventil. Und dieses Teil muss er einfach nur aufmachen. Hier müssen wir nicht schrauben. Das Geräusch kommt ja aus der Maschine und nicht aus dem Gulli. Jetzt ist er mal da, wo wir eigentlich hinwollen. Gut. Hoffe ich. Sieb raus, sehr gut. Ich bräuchte mal einen Lappen. Ja, hole ich ihn. Um den Rest hier rauszuschaffen. So einen Lappen hier habe ich. So, wenn Sie es gesehen haben, hier ist ein Glassplitter. Glassplitter? Jo. Oh. Also er hat's gefunden. Er hat das Glas rausgeholt. Aber er hat dazu die Pumpe ausgebaut. Das ist für mich ein Rätsel. Jetzt hör mal. Jetzt klingt's gut. Das war aber nicht alles. So einfach ist es nicht. Denn wir haben den Abfluss ja auch noch verstopft.
Nicht da, bitte nicht da. Überall. Zum Wasserausgleich, ja. Dann wird das Ganze hier zum Auslaufmodell. Ja? Die Richtung stimmt jetzt. Das ist es. Da oben. Da hängt's drin. Da, da, hängt's. Da. Max, halt runter, bitte, bitte. Jetzt. 35 Minuten. 35 Minuten hat er gebraucht, um jetzt endlich den Schlauch abzumachen, wo es verstopft ist. So. 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 Was kriegen Sie jetzt von mir? Warum antwortet auf diese Frage niemand? Warum schweigen da immer alle? Ich verstehe das nicht. Die müssen erst auf die Uhr schauen, um das richtig zu kalkulieren. Oh, das mache ich gerne in dem Fall. Was darf denn der jetzt auf die Rechnung schreiben? So eine Reparatur? 40 bis 50 Euro. So, 70, 80, ja? Und das ist genau das, was mich ärgert. Er hat für eine einfache Aufgabe das doppelt dreifache der Zeit gebraucht und dadurch wird die Rechnung jetzt teurer. Dazu hat er fast mehr kaputt gemacht als repariert. Wir machen jetzt hier nochmal auf, Peter. Also er hat hier ein echtes Auslaufmodell produziert. Der Siphon war vorher dicht, nachdem er gegangen ist, ist er nicht mehr dicht. Zeig mir. Echt? Ja. Ich muss da auch mal reinfassen. Na klar, darfst du gerne reinfassen. Klar. Siehst du das? Und schon bist du nass. Katrin, das tut mir jetzt schrecklich leid. Das haben wir nicht gewollt, ne? Dass jetzt im Prinzip alles noch kaputter ist als vorher. Der Kandidat wird nicht der ehrlichste Handwerker werden können, weil er viel zu lange gebraucht hat, viel zu teuer war am Ende und was ich am schlimmsten finde, jetzt hier was hinterlassen hat, was wiederum repariert werden muss. Müsste eigentlich gleich den nächsten bestellen, damit der seine Arbeit wieder in Ordnung bringt. So kann man sich aber auch täuschen, Paul. Ich bin entsetzt, jawohl. Und du dachtest, das wäre der Topmann. Habe ich hundertprozentig. Ich hätte letzte Woche sicher gedacht, er wär's. Also ich glaube, wir können sagen, es wird kein Sachse den Titel des ehrlichsten Monteurs in dieser Folge mit nach Hause nehmen können. Uns bleibt nichts außer die zweite Runde in München. Hoffentlich sieht es in Bayern ein bisschen besser aus. Wir sind zurück an der Isar. Auch hier in München habe ich die beiden besten Spülmaschinenmonteure in die zweite Runde eingeladen. Natürlich wissen die beiden noch nicht, dass sie unfreiwillige Kandidaten unserer Sendung sind. Vom Einfamilienhaus in Sachsen ab nach München in die Innenstadt. Hier ein ganz normales Mietshaus mit vielen Parteien. Eine der Wohnungen haben wir okkupiert und der Experte Paul ist schon drin und baut den gleichen Fehler ein wie in Leipzig. Zur zweiten Runde. Ja, servus. Servus, grüß dich. Hallo, servus, grüß dich. Schon am Machen? Ich bin schon mittendrin. Guten Tag, Peter Giesel. Rosi, ja. Heute unser Lockvogel hier in dieser, ja, Wohnung. Zwei haben wir heute eingeladen. Einmal wird wahrscheinlich ein Team kommen und einmal ein Einzelkämpfer. Ah, ja. In einer halben Stunde sind die da. Beeilt euch bitte, damit wir loslegen können. Jawohl, ich mache. Auch mein Technikteam steckt in den letzten Zügen der Vorbereitung. In der Küche haben wir Kameras versteckt, deren Signale in die Nachbarwohnung übertragen werden. Hier können Experte Paul und ich zusehen. Der erste Münchner Kandidat kam vom Kundendienst des Herstellers. Das heißt eigentlich, dass er irgendwo Wasser in die Bodenplatte bekommt. 5 Minuten und 8 Sekunden. Und der Mann vom Kundendienst hat den Fehler gefunden. Erster Pluspunkt in Runde 2. Der Mann ist überpünktlich. Guten Tag. Den Herrn kennen wir schon. Das ist der Kundendienst. Wird etwas teurer werden, mit Sicherheit, als wir bis jetzt. Trotzdem fanden wir den nicht nur sympathisch. Aber das ist ja ein anderer. Das ist ein anderer. Ach so. Aber die kommen alle vom Werk, weil da immer andere kommen. Ach so, na, nur mal zur Erklärung. Wir suchen schon jetzt nicht den ehrlichsten Betrieb, sondern den ehrlichsten Handwerker. Nun gut, haben die eine bessere Qualifikation? Ja, sie sind werksgeschult. Sozusagen eine Herstellergarantie auf zwei Beinen und im Blaumann. Lassen wir den Mann, den wir bisher noch nicht gesehen haben, mal machen. Aha. Also er ist schneller als die Kollegen in Leipzig. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob jetzt diese Restflüssigkeit weggeht. Wir schauen uns das gleich an. Die Maschine hat ein Problem mit dem Abpumpen, meines Erachtens. Aber abpumpen tut er. Und der Abfluss, das ist ja so, also alles, was bei dem Schlauch ist, ich bin nur für dieses Stück bis dahin zuständig. Auch ein Kundendienst muss sich die Hände mal schmutzig machen und da jetzt reingreifen. Ja gut, aber wenn da vorne irgend noch ein Problem wäre. Ja. Ich habe dieses Handwerkszeug nicht, ich kann es ja nicht selber machen. Also wir können es auf jeden Fall abmachen und in einen Eimer pumpen lassen. Das können wir gern machen, das ist kein Thema. Lass mich raten, so ein offizieller Werkskundendienst berechnet jede Minute. Jede Sekunde.
und muss sich zusätzlich noch überreden lassen, der Kundin zu helfen. Peng, 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 das sehe ich gerne. Genau wie der Handwerker die Rechnung. Der schreibt jetzt die Rechnung raus. Ich bin ja beeindruckt. Schau, wie schick, so ein Koffer aufgemacht, peng, so ein bisschen James Bond-mäßig, peng, peng. Das geht dann schnell, wenn es ums Geld geht. Haben Sie schon einen Betrag für mich? 160 Euro und 70 Cent. Okay. Kannst du mal zurückspulen? Das ist eine halbe Stunde Arbeitszeit und Wegezeit nur. Das ist ja unglaublich. 165 Euro. Muss ich jetzt ehrlich sagen, mir fehlen die Worte. Sein Kollege hat das letzte Mal eine sogenannte Pauschale verlangt von 133 Euro. Da war die Arbeitszeit alles mit drin dabei. Und da haben wir schon geschluckt. Und da haben wir geschluckt, aber er war über eine halbe Stunde da das letzte Mal. Richtig. Und der hier behauptet, eine halbe Stunde drin gewesen zu sein. Ausweislich unserer gelaufenen Uhr hatte er den Fehler gefunden und bereinigt. Das wollte er ja gar nicht. In einer Viertelstunde. Denkst du, der nächste wird auch so teuer? Das glaube ich nicht. Meine letzte Hoffnung ist dieser Monteur. Ein Ein-Mann-Betrieb mit echtem Know-how. In Runde 1 hat er den Fehler schnell gefunden und gerade mal 50 Euro verlangt. Ah, ja, 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 ja. Also, der kennt die Maschine. Und zur zweiten Runde? Grüß Gott. Herzlich willkommen in München. Bitte schön. Er hat gehört, dass da irgendwas kracht in der Maschine, geht sofort nach innen und weiß eigentlich schon, an was es hängt. Eine Operation Achtung, an der offenen Achtung, Maschine, wie? Was wollte er? Das erste Glasstück hat er schon. Wie kann denn der das so schnell finden? Moment, ganz normal. Haben wir alles so eingebaut wie vor ein paar Tagen in Leipzig? Genau dasselbe, identisch. Kein Unterschied. Und der pult jetzt schon alles Jawohl. Raus. Nach, Achtung, 2 Minuten und 50 Sekunden. Und auch den Schlauch kontrolliert er gewissenhaft. Er freut sich. Ich freue mich mit für ihn. Ich freue mich auch mit für ihn. Und jetzt machen wir uns die Rechnung. Was kriegen Sie von mir? 58,50. 58,50. Super. So, tschüss. Wir sehen uns wieder. Und zwar in wenigen Minuten. Komm. Wir lösen eine Dichtung am Siphon und rufen den Handwerker umgehend nochmal zurück. Hier ist nochmal die Frau Eder. Sie müssen sofort zurückkommen. Es tropft. Eigentlich ist man schon weg, ja? Der hat schon den nächsten Auftrag und macht sich die Mühe, nochmal zurückzukommen. Die ist nicht richtig fest. Jetzt macht das fest und dann passt es. Oh, Sie haben es geschafft. Das freut mich aber. Uns auch. So, jetzt sagen Sie mir bitte, was kriegen Sie jetzt noch an Geld? Nein, nein, das braucht es nicht. Wirklich nicht? Vielen herzlichen Dank, das freut mich. Eine Schokolade. Eine Schokolade. Ja, gerne. Ach, eine Schokolade hätte er gerne dafür. Ja. Ach, die geben wir ihm mit. Das ist eigentlich ein super, super Handwerker, weil er so nett ist, so freundlich ist und auch kompetent ist. Und wir müssen gar nicht lange rumreden. In Leipzig hatten wir 2 Ausfälle. Vorhin haben wir eine wirklich teure Truppe gesehen. Das hier ist der ehrlichste Handwerker im Bereich Geschirrspülmontage, den wir haben finden können. Stimmt, stimmt wirklich. Kann ich nur zustimmen. Der Mann ist super, gefällt mir wirklich. Und über den würde ich jetzt gerne noch ein bisschen mehr wissen. Denn er ist ein Juwel unter den Monteuren. Nach dem Dreh versucht mein Team, wie immer, mehr herauszufinden über unseren Gewinner, um nach 2 so guten Runden die Siegerehrung zu organisieren. Ach ja, genau dieser Hammer hätte gehen sollen an den Mann auf dieser Rechnung, dieser kleinen Quittung hier. Mein Team hat einiges in Bewegung gesetzt, recherchiert und sogar Kontakt zu ihm aufgenommen. Und so selten es vorkommt, so wahr ist es auch, hat einfach keine Lust aufs Fernsehen. Natürlich hat der Mann auch ein Recht am eigenen Bild. Das gilt es für uns wie immer zu akzeptieren. Schade. Verdient hat er diesen Hammer allemal.